Wie schaut es aus nach dem zweiten Trainingslauf auf der Saison? Ja, schnell. Heute war es schnell, gestern war es nicht so schnell, eher langsam. Haben wir alle ein bisschen enttäuscht. Überhaupt alle für den Abstand, den wir zum Weichhofer gehabt haben. Heute ist es wirklich, wirklich schnell gewesen und Kamelbuckel gehen wahnsinnig weit heute. Und ja, schön. Ich freue mich schon aufs Rennen jetzt auf Samstag. Jetzt einmal auf morgen auf Super-G und dann auf die Abfahrt am Samstag. Deine Spezialität ist ja, glaube ich, der Super-G. Was kann man sich erwarten fürs morgige Rennen? Meine Erwartungen, ich probiere gut das Rennen zu machen und dann werden wir sehen, was rauskommt. Ich weiß, dass ich schnell viel Ski fahren kann und Sell ist die Hauptsache und dann werden wir sehen, was rauskommt. Sicher praktisch ein Heimrennen für dich. Es werden sicher viele Fans, viele von deinen Kollegen zuschauen. Kann ich das eine zusätzliche Motivation für dich? Ja, auf das freue ich mich schon. Der Fanclub ist sicher wieder gut vertreten am Samstag und am Morgen schon. Und auf das freue ich mich schon, ja.